Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute, schminken wir mal ein Fullface Made by Mitchell. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe über die Zeit einiges angesammelt. Dann habe ich gesehen, dass Beauty Bay jetzt wieder einige Neuheiten reinbekommen hat. Und die möchte ich gerne mit euch zusammen testen. Die Produkte sind wie immer in der Infobox unten verlinkt. Einen Code dafür habe ich bei Beauty Bay nicht. Aber die Links wären Affiliate-Links. Also ihr würdet mich dadurch sehr supporten. Und da würde ich mich von Herzen für bedanken, falls ihr das möchtet. Falls ihr überhaupt die Produkte nachshoppen wollen würdet. Ihr findet dort allerhand richtig coole Sachen. Aber ne, wie gesagt, das meiste hiervon ist selber gekauft. Das ein oder andere habe ich mal von Purish zugeschickt bekommen. Die haben aber nicht alles von Made by Mitchell. Also da könnt ihr halt immer gucken, wo ihr was günstiger bekommt. Und ich starte mit diesem hier. Das ist, ich glaube, Poraser heißt der. Das ist ein Primer. Pore Paste, genau. Das ist halt gegen Poren. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin ja eigentlich nicht so der ultimative Fan von porenverfeinernden Primern. Wir gucken mal. Vielleicht kann der mich aber auch eines Besseren belehren. Ne? Der wird sehr wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr silikonig sein. Ich habe jetzt auf meinem Gesicht meine reguläre Gesichtspflege drauf, die eigentlich auch als Primer reichen würde. Aber wir gucken mal, ob das vielleicht so hier so im Nasenbereich und im Stirnbereich und halt da, wo man so ein bisschen Poren haben, also wir haben überall Poren, aber da, wo man vielleicht ein bisschen vergrößerte Poren hat, ne? Ob das vielleicht ein bisschen kaschiert. Es ist eine Silikonbombe auf jeden Fall, jo. Sowas drückt man dann ja meistens auch ein bisschen intensiver in die Poren rein, ne? Also, dass man das halt auch wirklich so aufliegen hat quasi. Mal gucken. Also, ich feiere auf jeden Fall die ganze Verpackung von Made by Mitchell, ne? Dieses Neongelb spricht mich total an. Und ich hoffe jetzt, dass ich nicht zu Casper the Friendly Ghost werde. Truth Skin Tint habe ich nämlich hier. Im Winter bestimmt meine Farbe, ne? Ist es TT2? Ich glaube schon, ne? Also die Verpackung gefällt mir schon mal sehr. Es kommt natürlich hier oben raus, weil ich geschüttelt habe wie eine Irre. Und ja, es ist wirklich sehr, 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 sehr flüssig. Aber es ist nicht so runny, also dass es jetzt irgendwie wegfließen würde. Ich habe auch mal irgendwann mir diese Pinsel geholt von Made by Mitchell. Das passt jetzt natürlich auch, ne? Kann ich das ja vielleicht schon mal direkt damit auftragen? Oh, ja, Skin Tint, ne? Es ist eine leichte Deckkraft. Also quasi fast nicht vorhanden. Was ja im Frühling, Sommer ganz gut sein könnte, ne? Weil wenn man sich das so zum Hals anguckt, passt die Farbe schon. Ich fand es jetzt nicht ultra komfortabel, das mit dem Pinsel aufzutragen. Würde mir das jetzt auch nochmal mit dem Schwämmchen einarbeiten. So geht es auf jeden Fall ein bisschen hübscher, ne? Aber es ist halt wirklich eher sowas für, wenn du nicht, also wenn du eh schon sehr gute Haut hast. Also wenn du nicht viel abdecken möchtest. Wir müssen gleich mal gucken, wie das mit dem Concealer noch weiter aussieht. Ich verwende jetzt für die andere Seite nur den Schwamm. Ich finde, das geht auf jeden Fall schöner. Also, es verbindet sich perfekt mit der Haut. Und es ist auch wie eine zweite Haut. Aber ganz ehrlich, gibt es da einen Unterschied zu vorher? Ich kann jetzt ja mal eben kurz einen Vorher-Kram einblenden. Und jetzt? Ich glaube nur minimal, ne? Also wie gesagt, wirklich für alltags gedacht und nicht für Full Glam Make-up. Gucken wir mal, ob der Concealer da mehr abgeht. Das ist der Balm Concealer und ich habe die Farbnuance BB2. Das ist abgefahren, ne? Einen Concealer dann so rauszubringen. Echt crazy. Ja, und der ist auch schon wieder... Ich versuche es jetzt mit dem Finger einfach. Ich glaube, da ist es am meisten sinnvoll, das so zu machen. Und dann trage ich mir den damit einfach auf und arbeite mit meiner Körperwärme. Das harmoniert natürlich total schön zusammen, weil das jetzt kein Concealer ist, der so eine Full-Coverage-Geschichte ist. Ne? Das heißt, es passt irgendwie auch farblich, aber auch der ist eine ganz, ganz leichte Kiste. Und ich finde den auch sehr, sehr glitschig, was jetzt nicht negativ ist, weil dadurch ist der auch total smooth auf dem Gesicht, also total ebenmäßig, ne? Also dieser Pore Corrector macht natürlich auch richtig krass was aus. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den Concealer so ein bisschen auch runterziehe, habe ich sonst das Problem, dass so ein paar Poren hier dann in dem Bereich Richtung Nase und Richtung Wange, also genau hier, betont werden. Das macht der null. Das sieht einfach total fantastisch aus. Mal gucken, ob ich den hier auch nochmal zum Korrigieren nehmen kann. Es sitzt aber alles fantastisch auf dem Gesicht. Also
sieht gut aus, fühlt sich gut an, ist halt von dem Auftrag her sehr, sehr merkwürdig, muss man sozusagen. Ja, dann kommen wir jetzt zu allerhand Creme-Produkten. Relativ neu ist hier auch dieser Blush Balm. Das ist einfach ein Bronzer Stick. Habe ich in der Farbe Hollow There. Oh, der ist sehr hart. Ich glaube nicht, dass ich damit direkt aufs Gesicht gehen würde. Schöne Farbe. Guck mal, wie schön aschig der ist. Oi. Okay, dann gehe ich hier mit dem Pinsel auf den Swatch, arbeite das in den Pinsel ein, trage mir das dann hier aufs Gesicht auf. Den finde ich schön von der Farbe. Der übertreibt jetzt nicht, ne? Aber der ist also schon schön. Also, ja. Wobei, er ist halt wirklich super dezent. Ich kann ja mal gucken, wenn ich das jetzt mal versuche, den direkt aufzutragen. Na doch, komm, das geht. Das geht. Verblenden. Ja, doch, das funktioniert auf jeden Fall sogar noch besser. Da habt ihr dann ein bisschen mehr Farbe im Gesicht. Also soweit, so gut, würde ich sagen, ne? Auch wenn sich jetzt alles immer noch relativ flutschig anfühlt, bringen wir jetzt wieder ein bisschen noch mehr Farbe rein. Und zwar habe ich hier den Blush in der Farbe Cold Heart. Das ist ein Liquid Blusher und der ist wirklich sehr, sehr intensiv. Da muss man ein bisschen mit aufpassen. Ich gebe mir den auch einfach vorab hier auf meinen Handrücken, ne? Da ist auch noch ein bisschen was von dem Bronzer drin, das ist nicht schlimm. Und dann nehme ich hier auch wieder meinen Pinsel, arbeite das hier schön ein und gebe mir das dann hier auf meine Wangen. Ein bisschen hier auf meine Nase auch noch. Und dann sieht das Ganze doch relativ niedlich aus, ne? Ja. Ja. Witzig, der Concealer creased gar nicht. Also hier klar, auf dem Auge drauf, ne? Aber unter dem Auge sitzt der sehr, sehr gut. Abgefahren. Ist auch die Farbe von dem Highlighter, den ich mir neu gekauft habe, in der Farbe Drip Drip. Das ist ein Silber. Es ist ein Silber. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Also da brauche ich wirklich nur sehr, sehr wenig von, denke ich mal, ne? Ja. Oh Gott, der hat aber auch ganz groben Schimmer mit drin. Oh Gott, nee, ich weiß gar nicht, ob ich den mag. Uff. Guckt euch den an. Ne? Heidenei. Nee. Ich glaube, den will ich nicht. Der ist richtig grob. Oh. Ich muss mein Ringlicht noch umstellen. Ich kann nicht mehr so nah dran kommen. Seht ihr? Das muss weiter nach hinten. Oh. So, dann grabbel ich hier noch ein bisschen was von meiner Hand ab. Jetzt könnt ihr es nämlich ein bisschen besser sehen. Ei. Vielleicht so ein kleines Tröpfchen und dann mit dem Finger einblenden. Okay, wow, das kommt mit auf die 90er Party. Das ist safe nichts für mich für den Alltag. Weißt du, der macht hier so einen Skin-Tint. Macht er einen auf Easy Peasy Lemon Squeezy und macht dann so einen Highlighter? Uff, nee. Also, das ist ja grober Glitzer, den man von hier bis nach Meppen sieht. Das ist ja nicht nur mal eben so dezent, ne? Muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Ist, wie gesagt, dann für mich eher ein Produkt, was ich so an Karneval verwenden werde. Was es jetzt aber auch noch gibt, ist diese Eyelids-Palette. Keine Ahnung, warum man eine Puder-Palette rausbringt. Ich bin vollkommen ehrlich. Das steht für mich einfach irgendwie... Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Ich kann es nicht verstehen. Genau, also damit werde ich jetzt auch abpudern. Das ist der Plan. Das heißt, hier die Augen einmal kurz ein bisschen mit dem Finger setten. Denn da gehe ich jetzt gleich mit dem Puffelding dran. Orb, Celestial, Astral und Stella haben wir hier mit dabei. Ne? Ich glaube, ich werde alle Töne verwenden können, außer Astral, weil der ist halt wirklich relativ gelbstichig. Ich nehme mal Celestial. In mein Puffelding, arbeite das in meine Handinnenfläche ein, damit es nicht so bäm kommt. Und dann kommt das unter die Augen und auf die Augen. Und das war, glaube ich, ein bisschen hell, ne? Oh, dann nehme ich mir jetzt erstmal einen großen Puffel und, keine Ahnung, gehe in Stella rein und gebe mir das komplett übers Gesicht. Das mattiert voll intensiv ab, also das ist krass. Jeglicher Glow, den ich durch die... cremigen Texturen vorher hatte und sämtliches Flitschi-Glitschi-Gefühl, was ich hatte, ist fort. Oh, krass. Also so unterschiedliche Geschichten irgendwie rauszubringen, finde ich, also ich finde es abgefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss jetzt irgendwie zusehen, dass meine Augen, oh Gott, die sehen ganz furchtbar aus. Das hat gar nicht funktioniert. Oh.
keine gute Idee, das so zu machen. Ich meine, guckt euch diesen Bereich an, ne? Da habe ich ja auch den Primer aufgetragen. Oh, das bricht so krass auseinander. Also ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Hier auch, aber nicht so intensiv wie auf der anderen Seite. Ui, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Damit habe ich mir das Ganze jetzt, glaube ich, ziemlich versaut. Ja, gehe ich drüber, mache ich alles weg. Hilft nichts. Ich glaube, da muss ich mich abschminken und neu schminken. Weil das hier funktioniert so nicht. Das löst sich alles ab. Augenbrauen habe ich jetzt auch mal zwischenzeitlich gemacht. Ja, es war tatsächlich das Puder. Ich habe den Primer jetzt auch weggelassen. Ich glaube, den hätte ich aber besser drunter packen sollen, weil das hätte, also sah eben tatsächlich auch zwischenzeitlich vorher besser aus. Nun, ich merke hier aber auch, wenn ich da zu viel Puder auftrage, dass das nicht gut ist. Also ich weiß nicht, das muss ich noch mit anderen Sachen probieren, aber da bin ich jetzt noch nicht so happy mit. Jetzt schauen wir uns eine Lidschattenpalette an. Die gibt es auch noch. Das ist die Feet on the Ground. Ihr habt ja meine komplette Lidschattenpaletten-Sammlung und meinen Declutter vielleicht gesehen. Ich weiß nicht, 5 Stunden, hallo. ja, damit schminke ich jetzt einfach mal einen relativ entspannten Look. Und ich kann auch super diesen Schwarz hier gleich als Eyeliner nehmen. Achso, und als Highlighter habe ich mir auch einen anderen aufgetragen, und zwar von Rival de Loop, den Glossy Flames. Ne? Den habe ich genommen, weil mir das einfach zu glitzernd im Gesicht war. Und ich glaube, so sieht es ein bisschen besser aus. Ja, dann wollen wir mal. Ich starte mit Salt Bay. Das ist einfach so ein Eierschalenton. Den setze ich mir. Oh ja, der creased hier auch schon wieder vor sich hin. Also hätte man wahrscheinlich auch besser eine Lidschattenbase drunter tragen sollen. Naja, den setze ich mir auf jeden Fall auf mein Lid. Und einfach, ich mache hiermit schon mal alles so ein bisschen, ne, vorbereitenmäßig. Der ist nicht komplett eierschalenmäßig, der hat einen ganz minimalen Gelb-Grün-Einstich. Und dann nehme ich mir den Ton Bittersweet. Das ist so ein, yo, abgehender hellgrün, aber eigentlich eher Gelbton. Und den setze ich mir hier in meine Lidfalte. Wobei der eigentlich im Pfännchen neongrün aussieht. R-Kit ist so ein richtig sattes Gelb. Den verwende ich jetzt mal, um zu verdunkeln. Also hier außen und auch dann ein bisschen in die Lidfalte. Die Farben sind so schön, weil die einfach leuchten. Ne? Das ist, wow, ich sehe es gerade im Display. Das ist krass. Den R-Kit setze ich mir auch hier unten an den unteren Wimpernkranz. Jetzt nehme ich mir ein bisschen was von dem Tiger Lily auf und damit bastel ich mir hier ganz außen so eine Art Orangeton, indem ich das einfach so ein bisschen drauf tupfe und auch ganz, ganz zart hier außen unten auftrage. Also wirklich nur im äußeren V. Mega. Verblendungstechnisch mache ich dann noch so Pinselstriche nach innen, aber da kommt ja nicht wirklich Farbe von ab. Dadurch verbindet sich alles halt einfach ein bisschen besser und sieht einfach total abgefahren aus. Hier noch ein bisschen fleckig. Aber auf dem beweglichen Lid ist es ja pelle, weil da kommt ja eh gleich noch Schimmer drüber. Mag ich. Wobei das jetzt wirklich aussieht, als hätte ich hier ein krasses Schlupflid. Der Schimmer wird alles gleich hoffentlich richten. Ich möchte mir jetzt aber erstmal einen Eyeliner ziehen. Und da gehe ich auch nicht in das Schwarz, sondern in dieses ganz dunkelbraun. Board in the House heißt der, genau. Kann man machen, funktioniert aber eher so lala, um es mal so zu sagen. Ne? Genau. Jetzt mache ich mir ein bisschen Glitterglue drauf. Und darauf setze ich dann diesen großartigen Ton Limeade. Und für den Innenwinkel schnappen wir uns den Champagnerton Bless You. Den ziehe ich mir dann auch ein bisschen noch auf mein Lid mit drauf, damit das Ganze einfach hübscher verblendet aussieht. Ich habe es eben schon zu Sammy gesagt, ich finde, das sieht richtig gut aus. Whee! Ja, jetzt muss gleich nur noch die Mascara knallen und dann haben wir hier das Ganze gerettet. Trotz eines stolperigen Starts. Das ist eigentlich holperig, ne? Also die Palette kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Die Farben sind krass, sofern ihr grün-braun mögt. Die Foundation will sich hier schon wieder verabschieden, beziehungsweise nicht Foundation, ist ja die Base und mit Concealer und so, ne? Da muss man echt mal gucken, an welchem Produkt es hier liegen hat. Ich biege meine Wimpern mit der obligatorischen Catrice Wimpernzange. Made by Mitchell. Gott, hat den Lash Lecker rausgebracht. Ich würde jetzt mal ganz grob denken, aufgrund des Namens, dass wir hier eine Tubing-Mascara haben. So ein Bürstchen habe ich nicht erwartet. Das ist ein Faserbürstchen, was sehr fein ist. Sehr, sehr fein. Riecht okay.
Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Da kommt die Mascara jetzt echt an ihre Grenzen. Ich glaube, dass die eher für kürzere Wimpern gemacht ist, weil die super schnell trocknet und ich gar nicht dazu gekommen bin, die jetzt irgendwie groß richtig aufzubauen. Dann fing die nämlich schon an zu verkleben. Die hat auch ein bisschen gekrümelt. Das habe ich eben mit dem Spoolie weggemacht. Und guckt mal, unter meinen Augen, der Crease, der Concealer, jedenfalls der Lidschatten-Crease in den Concealer. Das finde ich blöd. Das ärgert mich. Ich wollte den Concealer eigentlich lieb haben. Und die Mascara auch, aber das hat nicht hingehauen, ne? Ja, also ich denke, dass ich mir gleich da auch irgendwie auf die Wimpern drauf noch irgendwas mache, weil so sehe ich doch tatsächlich ein bisschen verheult aus, ne? Schon krass. Ja, und die Lippen fehlen auf jeden Fall noch. Da habe ich ein Produkt, und zwar diesen Beam in Party Pearls. Das ist dieses Lipgloss-Produkt hier. Das trage ich mir jetzt einfach auf die Lippen auf. Ich denke, dass es auch ganz gut farblich passen könnte, wobei der relativ durchsichtig ist, ne? Mit einem Touch Orange. Aber es passt zum Look, ne? Ja, ihr Lieben, das ist jetzt mein Full Face Made by Mitchell. Bin ich nicht ganz so Fan von. Ich denke, dass ich vor allem den Skin Tint und den Concealer und das Puder nochmal eingehender testen muss. Die Mascara ist, glaube ich, nicht für mich so. Nee, die ist halt eher so für feinige Peini und das bin ich jetzt halt nicht so unbedingt, ne? Ich mag halt lieber, wenn die Wimpern einfach mehr bekommen. So sieht es doch etwas wenig aus, finde ich persönlich. Ansonsten, der Augenlook gefällt mir irre gut. Ich mag einfach so, so gerne diese Palette und ja, ne? Das wäre so mein Resümee des Ganzen, mein Fazit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr schon Produkte von Made by Mitchell ausprobiert habt und wieso euer Eindruck dazu war. Ja, und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!